herzlich willkommen zurück zu Star Stable und seinem neuen kleinen Experiment, das ich denke sehr, sehr spannend wird, denn es ist mal wieder was ganz Neues und ja, ihr habt es schon in der Überschrift auf jeden Fall gelesen, wie genau das ist und warum ich das tue und warum es auch so spannend ist, das erzähle ich euch gleich. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. Wie ihr seht, befinde ich mich jetzt erst einmal in meinem Stall, denn ich möchte sehr gerne einmal das Pferd wechseln. Denn ja, wir hatten Summer Breeze jetzt schon die ganze Zeit, die letzten Male, und es wird Zeit für eine kleine Pause von Summer Breeze. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, wir nehmen mal Tiny Boy. Denn mit Tiny Boy habe ich noch gar nichts gemacht. Und es ist einfach noch so ein so schönes Pony. Und mir gefällt auch das Set eigentlich total gut. Und mein Set passt halt auch gut dazu. Von daher passt das. Summer Breeze, du kannst übrigens dann da in die Box gehen, wenn du möchtest. Ja, Summer Breeze ist immer sich selber überlassen. Ja, und wir machen das Experiment. Das Video endet, sobald jemand Oh mein Gott schreibt. Die Idee habe ich von Jana. Das ist jemand aus dem Club, den ich schon lange kenne. Und bei dem letzten Video hatte sie schon geschrieben, mach das doch mal mit Oh mein Gott. Weil es kommt so häufig vor, dass die Leute einfach schreiben, Oh mein Gott, Mandy oder sowas. Oder einfach Oh mein Gott. Und ja, keine Ahnung. Also das ist immer sehr seltsam für mich, weil ich finde mich jetzt nicht so besonders, dass man da Oh mein Gott schreiben müsste. Also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen mache ich jetzt das Experiment. Dieses Video endet, sobald ich Oh mein Gott schreibe. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mir noch nicht so viele Challenges oder Experimente in der letzten Zeit von Star Stable angeguckt. Deswegen keine Ahnung. Wäre aber sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, wir gehen jetzt erstmal raus. Und ich habe ein bisschen Angst. Es ist nicht viel los gerade, habe ich gesehen. Bei mir ist nämlich Ostermontag und ich glaube am Nachmittag, da sind viele mit der Familie irgendwie unterwegs oder so. Oder, keine Ahnung, bei Verwandten oder wie auch immer man das handhabt zu Ostern. Und da sind nicht so viele Leute da. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass das Video nicht wieder nur 3 Minuten geht, sondern dass wir vielleicht ein bisschen rumlaufen können. Das wäre total schön. Lassen wir uns mal überraschen. Wir achten auch auf den Sargchat. Es muss im Sargchat stehen und es muss an mich gerichtet sein. So viel dazu. Okay. So, Sargchat an und ja, dann laufen wir mal ein bisschen rum. Ich würde in den Transporter gehen und da auf jeden Fall mal woanders hinlaufen, weil der Weg jetzt ist so super lang hier zu irgendwelchen anderen Gebieten. Und ich möchte das Video jetzt nicht künstlich strecken, nur indem ich jetzt irgendein Gebiet lang laufe, wo eh keiner ist. Okay, wir können natürlich ein paar wunderschöne Rennen machen in der Zeit, das wäre sowas. Moment, wo können wir denn mal starten? Whaledale. Ja, wir starten die altbekannte Route, Whaledale Village. Da ist jetzt nicht wenig los oder auch nicht viel los. Von daher ist das sehr neutral, finde ich. Und das kann man durchaus machen. So, oh mein Gott. Hier sind ja tatsächlich total viele Leute. Warum sind denn so viele Leute online? Wirklich, gerade war noch gar nichts los. Überhaupt nichts. Und jetzt plötzlich, doch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, hi Leute. Ja, ich mach mal das dann. Es ist halt wie ein ganz normaler Tag. Du warst das letzte Mal auch. Da wollte ich auch einfach nur ein paar Rennen machen. Da standen aber vor dem Stall schon so viele Leute. Und die haben mich angestiegen. Ihr wisst ja, wie das letzte Video war. Ich verlinke es euch natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal. Und ja. Wir machen hier das wunderbare Rennen. Bei der guten Sophie. Das erste Rennen für Tiny Boy übrigens. Nur mal so. Nur mal so erwähnt. Alive, alive.
So, jetzt muss ich kurz überlegen, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde Richtung Steve mal laufen. Ja, laufen wir Richtung Steve. Laufen wir Richtung Steve. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Oh, Tiny Boy ist eigentlich total schön, oder? Also ich finde schon. Ja, es gibt einfach viel zu viele neue Pferde momentan. Dass ich gar nicht weiß, welches Pferd ich als erstes leveln soll. Tja, und deswegen Tiny Boy noch gar nicht angefangen zu leveln. So ist das eben. Ich glaube, das Problem, das kennt ihr doch bestimmt auch. Oder teilweise zumindest. Dass man immer nicht weiß, welches man leveln soll. Und einige sind auch durch mit Leveln. Gibt es auch. Also ich habe von euch schon alles gelesen. Von daher überrascht mich da nichts mehr. Manche leveln auch gar nicht. Auch das ist okay. So. Jetzt sind wir gleich da. Ich glaube, ich mache noch mal das Windmühlenrennen, wenn ich schon mal da auf den Weg bin. Das wäre eigentlich noch ganz cool. Dip-di-dim. Ja, sind halt hier jetzt gerade auch wenig Leute. Aber wir begeben uns ja direkt auf eine Stelle zu, wo viele Leute sind. Ach so. Ja, gut, dann mache ich das Windmühlenrennen nicht, sondern mache bei Steve das Rennen. Weil nicht künstlich strecken, dieses Experiment. Weil ich glaube, wenn man viele Rennen macht, dann dauert das eine Weile. Das soll ja nicht so ewig lange dauern. Also ich meine, es kann schon ewig lange dauern. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwo in irgendein Gebiet laufe, wo halt keiner ist. Das wäre halt doof. Okay, Steve. Steve ist ein gefährlicher Ort dafür, würde ich mal sagen. So, wen haben wir denn da? Alina. Hallo. Guten Tag. Direkt mal an Alina vorbei. Mir ist aber aufgefallen, bei Steve ist es momentan auch immer relativ leer. Also leerer als normalerweise. Oh, ganz schön voll hier. Oh Gott, ganz schön voll hier. Okay, ich nehme alles zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind hier viele Leute. Ja, oh mein Gott. Genau das ist das, was in den Chat eigentlich stehen soll. Und dann endet das Video. Oh je. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Naja, Angst. Aber dieses abrupte Enden, das ist immer ziemlich krass. Wie viele Leute einfach hier sind. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass so viele online sind, nachdem es so leer war in den Wild Woods. Nicht schlecht. Ja, machen wir mal eine kleine Runde einmal. Und dann würde ich das dann hier machen. Oh, hey, vielleicht haben wir heute echt Glück? Ich meine, ich laufe auf einen kleinen Pony, so, ja. Von daher falle ich vielleicht einfach gar nicht auf. Oder die kennen mich einfach nicht, das ist auch okay. Ups. Oh, huch. Mensch, einfach mal über die gesprungen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das Rennen. Und dann schauen wir weiter. Oh, ich habe eine Freundschaftsanfrage. Die wollte ich. Ich vergesse es immer wieder auszustellen. Es tut mir leid, dass ich es immer vergesse. Okay. Einmal das dann gemacht. So, das Rennen hätten wir schon mal geschafft. Und damit die nächsten XP für Tiny Boy. So, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Mein Pferd ist auch direkt um ein Level gestiegen. Sehr schön. So, steigt mich jemand an? Da wäre theoretisch das Video jetzt zu Ende bei der anderen Gelegenheit. Aber das machen wir ja gerade nicht.
Das wundert mich übrigens tatsächlich, dass so viele immer jemanden ansteigen. Total seltsam. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich sage auch so oft, oh mein Gott, oder? Macht ihr das auch? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass ich das so oft sage. Das ist echt unglaublich. Ich mache mal eine kleine Runde hier in Silverglade rein. Mal schauen, was da so los ist. Und mal schauen, was passiert. Hi Mandy. Oh, ich würde eigentlich gerne Hi zurückschreiben. Hallo Martine. Oh. Oh mein Gott.